und wie hier einer kommt. Aber es ist diesmal nicht nur irgendeiner. Es ist diesmal der Gordon Freeman, der nun endlich zu diesem Viech will, das diesen Satz gerade ausgesprochen hat. Here comes another. Und damit, meine Guys und Girls, heiße ich euch herzlich willkommen zu Black Mesa Xen. Nicht mehr länger Beta und nicht mehr länger nur noch für die Beta-Nutzer verfügbar. Jetzt ist es offiziell geworden. Xen ist nun endgültig für jedermann spielbar. Und damit bedeutet das, wir können das Let's Play nach über einem Jahr Pause endlich abschließen. Wir können das gesamte Xen nun bereisen, das gesamte Xen miteinander verbringen. Und ich hoffe, ihr seid gespannt darauf. Ich bin es mehr als das. Ich freue mich riesig, das gesamte Xen endlich durchspielen zu können. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe nicht jegliche Betas durchgespielt, um mir das alles anzuschauen. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich wollte auf diesen Moment warten. Und jetzt ist er tatsächlich Realität. Seit dem 24. Dezember kann man jetzt Xen endgültig erkunden. Und ich würde sagen, ohne groß weiter drum herum zu schwätzen, legen wir los. Und allein dieser erste Anblick, er ist immer noch himmlisch. Himmlisch schön und himmlisch genial. Es ist immer noch geil, was sie aus Xen gebaut haben. Ich feiere es einfach wirklich unglaublich ab, was sie daraus gebaut haben. Und ja, wie wir schon in der Beta erfahren haben, mit der Geschichte zu Black Mesa. Man hat Xen schon seit längerer Zeit erforscht. Und hier zum Beispiel kann man da hinten Schoßhündchen beobachten. Ey, ich wollte weiter beobachten. Unverschämtheit. Da brechen sie es einfach ab, ey. Aber egal, lass es uns angehen. Wir erforschen Xen. Let's do this. Und was diese Kreaturen hier sind, das weiß ich bis heute nicht. Aber sie tun einem nichts. Ich dachte wirklich, das wären Gegner, die einem irgendwie, keine Ahnung, an das Gehirn von Gordon Freeman wollen. Ich meine, es schmiegt sich halt schon an uns ran. Ihr seht, es verfolgt mich. Aber es tut mir nichts. Man kann darin irgendwelche Strukturen erkennen. Aber ich weiß nicht, was das sein soll. Ist aber irgendwie ganz witzig so, wie es ständig bei mir bleibt. Naja, wenn es mir nichts tut, tue ich dem Viech auch nicht. Ich weiß noch, wie ich in der Beta einfach alle diese, ja, wie soll ich es nennen? Alien-Quallen. Genau, das sind jetzt die Alien-Quallen. Wie ich die einfach alle abgeschlachtet habe. So richtig asozialmäßig. Es tut mir auch irgendwie leid. Und wisst ihr, was mir auch noch aufgefallen ist in der Zwischenzeit? Hier. Die ganzen Gordons hier, die hier herumliegen. Ja, ich habe die ja so getauft in der Beta. Die ganzen Leute, die hier bereits schon mit den HIV-Schutzanzügen hier in Xen waren, unterwegs mit den Wissenschaftlern, die haben Namensschilder bei sich. Hier haben wir zum Beispiel Olsen. Hier haben wir zwei Kopfkrabben. Die träumen bestimmt auch mal davon, in einen HIV-Schutzanzug zu schlüpfen. Und wie wir es seit der Beta wissen, ist dieser Wunsch leider tatsächlich Realität geworden. Jetzt hat der Crit Gamer aber richtig gespoilert. Das geht gar nicht. Wen haben wir hier? Murfin. Oh, ich dachte, ich hatte gerade Muffin gelesen, aber leider nicht. Schade. Und ich bin gleich doppelt aufgeregt, ja. Nicht nur wegen Xen bin ich aufgeregt, dass ich es endlich durchzocken kann. Nein, ich bin gleich zweifach aufgeregt, weil es ist schon unfassbar lange her, seitdem ich das letzte Mal Let's Played habe. Und jetzt wieder da reinzukommen, das wird was. Ja, cool. Guck mal, ich bin der Kristallkletterer. Juhu! Jetzt kriegen wir bestimmt... Ach,
Ach so, ja, stimmt. Ich hab vergessen. Es gibt gar keinen Fallschaden mehr, weil es jetzt diese Landing-Chats gibt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, ja, cool, aber muss nicht sein. Und die ganzen Betas-Über haben sie immer noch nicht diese Anzeige da unten rechts gefixt. Was ich auch schade finde, ist, dass sie seit der Beta diesen schönen ambienten Sound hier rausgenommen haben, der hier mal gespielt hat und hier richtig schön für Atmosphäre gesorgt hat. Jetzt ist der erst ein bisschen später, aber trotzdem bleibt diese Höhle hier immer noch geil hier mit den Stalaktiten da oben und diesen ganzen Mini-Rochen, die hier umherfliegen. Oh, jetzt gehe ich hier unter, weil ich hier vom Wasser weggetrieben werde. Entschuldigung für mein falsches Deutsch. Und ja, was das da hinten ist, das weiß ich inzwischen natürlich auch. Und eigentlich ist es ja wohl mehr als offensichtlich, was das ist. Natürlich, das ist der Ort, wo sich das Finale abspielen wird. Und da ist das wahrscheinlich große Portal, was uns dann zu dieser riesigen Kreatur bringen wird. Und das einfach in der Ferne zu sehen, ist einfach mega cool. Und vor allen Dingen, das hat man ja auch in der Beta schon halt immer im Hintergrund gesehen. Und ich bin mir sicher, dieser Anblick, der wird uns wahrscheinlich durch das gesamte Xen hindurch begleiten. Da bin ich mir sehr sicher. Oh ja, ich komme zu dir. Was auch immer du für eine Kreatur sein wirst. Aber, hey, guck mal, da fliegt eine Biene weg. Fliegt! Fliegt davon! Los, fliegt da nach hinten ins Portal. Klopft schon mal an. Ja, die schaffen es nicht bis dahin. Egal. Weitsprung! Wuhu! Sehr schön. Oh, wurde ich hier schon direkt von einem Viech aufgefangen. Bin direkt reingejumpt. Auch geil. Und ja, warum ich da nicht in der Beta darauf gekommen bin, fragt mich einfach nicht. Aber gut, durch die Beta wissen wir ja schon einige Geheimnisse. Und deswegen nutzen wir das jetzt einfach aus, um jetzt dahin zu kommen. Boah, ich hoffe, ich komme auch wieder ins Black Mesa Shooter Feeling wieder rein. Wäre ganz gut. So. Dann arbeiten wir uns jetzt hier unseren Weg durch Xenon durch. Mit unserer schönen Alien-Waffe. Ich denke mal, die dürfte sich hier besonders heimisch und wohlfühlen. Und ja, was als auch ein bisschen blöd sein wird, ist, das wird ja jetzt hier mit Black Mesa Xen, angegeben. Dieser letzte Abschnitt. Und man muss ja wirklich sagen, das ist schon echt so ein eigenes Spiel. Und jetzt springen wir erstmal in diesen Heilungspool. Wir brauchen unbedingt Heilung. Wir haben sehr wenig Lebenspunkte. Aber ich finde das hier immer noch so schön aussehen. Und hier ist dieser ambiente Sound, den ich meinte. Erst hier spielt der. Und in der Beta hat er jetzt schon in der Höhle gespielt. Und ich fand, es hat eine schöne Atmosphäre gegeben. Aber naja, man kann nicht alles haben. Und ja, es ist ja schon so ein eigenes Spiel, wie ich finde. Und jetzt ist halt meine Frage, hier kann man leider nicht erkennen, wie er heißt, oder? Doch! Palamar! Ach so, ich dachte schon Palmer, der Formel-1-Fahrer. Das Palamar passieren, ne? Und deswegen habe ich mich schon gefragt, soll ich das Ganze jetzt trotzdem noch immer als Black Mesa als Let's Play abstempeln oder soll ich ab jetzt extra wirklich Black Mesa Xen hinschreiben? Das ist halt die Frage. Ich werde auf jeden Fall dann Blind in meinen Titel reinschreiben. Wow. Und tschüss. Ciao. Macht's gut, liebe Welt. Ich werde auf jeden Fall dann erst Blind in das Projekt reinschreiben, wenn es für mich auch wirklich Blind wird. Genau, so machen wir das. Und ja, ich habe überhaupt auch gar keine. Ich weiß nicht, was mich alles erwartet. Ich weiß nicht, wie groß es wird. Ich weiß auf jeden Fall, man hat hier halt richtig stark dran gearbeitet. Und es ist ein ziemlich großes Xen daraus geworden. Wie groß es ist, wie gesagt, habe ich keine Ahnung. Was mich alles erwartet? Keine Ahnung. Ich weiß, dass das Ganze halt mega abgeändert worden ist. Und deswegen. Nun ja. Ich bin halt mega gehypt drauf und ich freue mich riesig, das Ganze jetzt durchspielen zu können. Hier haben wir Fanaris. Ja, all die Leute, die haben es nicht wirklich weit geschafft. Wow, das war ein Close Call gerade eben. Heieiei. Ja, manchmal
komme ich mit diesem Weitsprung noch nicht so ganz klar. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Naja. Hoffentlich bessert sich das im Verlauf des xenreichen Abenteuers hier. Ja, man muss halt sagen, es sieht so episch aus. Und es ist einfach so geil, auch als Wallpaper zu verwenden. Ah. Wow, Alter, wie weit man schlittert. Oh, guck mal, das stand auf einem Bein, aber es hat seine Freunde alarmiert. Ja, dann sprengen wir dich nochmal hier. Richtige Bombenstimmung hier. So, weg mit denen. Es ist zwar die Heimat der Schoßhündchen, aber die haben mich schon einmal von Inselthronen weggestürzt. Ja, davor in die Situation. Ich habe voll das Schoßhündchen vergessen. Das hat mich schon in der Beta fast bekommen. Ja, und jetzt hat es seine Rache. Okay, 1:1 steht es jetzt also. So, so. So, und hier schon mal die Winde runter machen, um diese ganze Insel herunterzuziehen. Ey, es ist schon... Was für ein Kraftakt das für die Maschine sein muss. Aber, okay. Es zieht einfach die Insel runter. Finde ich nicht schlecht. Ja, und jetzt wollte ich natürlich euch fragen, wollt ihr euch ebenfalls, falls ihr Black Mesa noch nicht besaßt oder in eurem Besitz habt, wollt ihr es denn jetzt euch holen? Also, seid ihr interessiert an dem Spiel? Und was erwartet ihr so jetzt von Black Mesa Xen? Was denkt ihr, wie wird's? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare oder ich mache jetzt oben rechts einfach eine Umfrage. Ich lasse mal was einfallen. Okay, so. Was im alten Xen vor allen Dingen sehr häufig vorhanden waren Jump'n'Run-Parcours. Nun ja, hier im neuen Xen bisher gab es ja noch nicht so viel Jump'n'Run-Parcours, aber dieser Sprung ist einer der schweren. Okay, let's do it! So schnell wie möglich zweimal die Leertaste drücken und dann kommen wir hier gut rüber. Wie gesagt, durch die Landing-Jets, wie eben schon erwähnt, kriegen wir keinen Fallschaden mehr. Also das heißt, soweit ich das richtig verstanden habe, können wir uns aus jeglicher Höhe uns fallen lassen und es passiert uns gar nichts. Was ich davon halten soll, ich weiß es nicht. Naja, wir werden sehen. Und das hier ist... Was ist das hier? Das habe ich mich schon länger gefragt. Das sieht irgendwie ekelhaft aus, auch wie es sich bewegt und so. Da mache ich geschickt mal schnell einen Sprung zur Seite. Und hier sind wohl auch Teleporter vorhanden. Nur mit schöner Alien-Technologie. Ist das überhaupt natürlich hier? Weil das sieht schon sehr stark anders aus als das hier. Aber nun gut, was soll man sagen? Xen sieht ja bisher wunderschön aus, aber dieser Turm da hinten... Das sieht nicht so schön aus da hinten, wie da so, ja, wie soll ich sagen, so Feuerfontänen da hinten rausquillen und diese gefährliche Wolke drumherum. Ich glaube, da hinten, das sieht nicht so freundlich aus. Und bin ich ein bisschen bedeppert oder war der Turm nicht mal grün gefärbt? Der war doch mal grün gefärbt, oder? Oder täusche ich mich da jetzt komplett? Das muss ich mal nachprüfen, weil ich habe im Gefühl, das war mal grün, aber jetzt ist es rot. Aber gut, das passt umso besser. Oh, und jetzt habe ich schon volle Energie. Oh, huch. Ja gut. Ja, schieß mich ab. Ah, das entzieht nur Energie. Ah ne, jetzt hat es doch ein Leben verloren. Aber diese Kristalle hier, die hier so elektrisch geladene Blitze abstoßen, die geben einen tatsächlich... ja, HEV-Ladung. Also für die Batterie, für unseren Schutzschild. Was sehr interessant ist, wodurch ich halt denke, dass das die Kristalle sind, die dann irgendwie halt verarbeitet worden sind. Boah, das habe ich gemeint. Jetzt gerade eben hat er diesen Doppelsprung wieder nicht gemacht. Aber Gott sei Dank hat es jetzt geklappt, ey. Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt wieder mich von meinem Leben verabschieden. Was ich auch cool finde, wenn wir hier auf dieser Insel landen, ihr seht es, die senken sich erstmal ein Stückchen herab, so. Ich meine, gut, der Anzug, der wiegt schon einiges, aber so viel? Volltreffer. Aber so viel? Das weiß ich nicht. Und ja, ich habe halt die Theorie geahndet, dass man diese Kristalle dann genutzt hat, um eben diese HEV-Schutzanzüge damit zu beladen. Aber da ist halt die Frage, ob man ohne HEV-Schutzanzug überhaupt in diese Welt gelangen kann, weil hier bestimmt eine ganz andere Atmosphäre sein wird. Oh, Headcrab-Lager. Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel.
Kommt her, ich bin der Meister des Crowbars-Schlagens. Und hier haben wir Camp. Der campt bestimmt die ganze Zeit. Ja, das war schon wieder Comedy-Bronze-Flachwitz. Und rüber da. So, ihr seht schon, anhand meiner guten Witze und allgemein allem bin ich sehr gut gelaunt. Aber ich hoffe, ich reiß euch nicht zu sehr aus der Atmosphäre heraus, weil das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Geist und Gehört, ich würde einfach sagen, dieser Scanner finde ich auch so cool, ne? Sieht schon cool aus. Ich würde sagen, wir fahren mal herunter mit der Unterhaltungsebene und gehen jetzt mal erstmal in den Laden-Ladebildschirm und wieder mehr auf Atmosphäre und kommentieren, was das für ein Ort ist. Ich hoffe, das findet ihr gut so. Ich weiß eh nicht, in welche Richtung ich mehr gehen soll in meinen Let's Plays. Soll ich mehr so auf Unterhaltung gehen oder soll ich mehr so auf das Spiel selbst eingehen? Also wirklich so die so gesehen diese Welt genießen lassen und wirklich so kommentieren, als sei das hier das Schönste auf der Welt. So, und jetzt hier diese mega geile Höhle. Ich kann mich noch gut erinnern, als das ja mal in einem Screenshot oder als Bild mal gepostet worden ist. Das war genau diese Höhle, wo Xen langsam aber sicher angekündigt worden ist. So, ja, hey, wir arbeiten jetzt dran und das wird cool, versprecht es. Und ich weiß, auch wenn ich wirklich die Bilder nur überflogen habe, weil ich ja jegliche Spoiler vermeiden wollte. Was mir übrigens seit der Beta verändert hat, ist übrigens die Lampen hier, die gehen wieder ganz normal aus, wie in Half-Life 1 damals. Und diese Höhle, das war so das allererste oder eins der allerersten Bilder. Das weiß ich noch ganz genau. Deswegen habe ich diese Höhle auch sofort wiedererkannt. Aber es sieht trotzdem richtig cool aus, so wie hier diese ganzen... Ja, ich weiß nicht, was es sein soll, aber es leuchtet so... So weiß. Und es sieht irgendwie voll cool aus, finde ich. Das sieht echt richtig Hammer aus. Oh Gott! Und hier haben wir schon wieder diese Ichthyosaurier. Diese gefährlichen Fischkreaturen, die sich immer im Wasser herumtreiben und richtig gefährliche Gegner sind unter Wasser. Aber über Wasser sollten wir eigentlich gut Möglichkeiten haben, diese Viecher zu beseitigen. Aber das wird schwer sein, die zu treffen. Und da unten ist ganz gemein noch ein Gordon versteckt. Und zu dem müssen wir irgendwie gelangen. Ich möchte ungern unter Wasser gehen. Boah. Oh, bloß nicht abstürzen. Boah, ich wäre fast abgestürzt. Wenn die Viecher da sind. Es sind sogar zwei. Okay. Nicht heranzu ruckelt es leider ein bisschen. Und die Pfeile brauchen ja ein bisschen. Komm, ich schieße mal No-Scope. Vielleicht treffe ich. Ich glaube, das war ein Treffer, ja? Jawohl, zwei Treffer. Sehr schön. Dann machen wir das mal No-Scope. So. Und du gehst auch mal weg, dass mich hier nicht nochmal hochziehst. Gut, wir könnten theoretisch die Kreaturen auch unter Wasser besiegen, aber das wäre nicht so von Vorteil. So, komm, dann besiegen wir das Ganze einfach mal mit dieser schönen Knarre. So geht's nämlich auch. Ist sogar ein Achievement, by the way. Also ich würde sagen, hier geht das ganz gut, weil hier hat man schön viel Munition mit der Waffe. Oh, hier ist noch eins, die Barnacles. Mensch, hängen hier viele rum. Ja gut, wie gesagt, das ist die Heimat der Aliens. Was ich auch ziemlich cool finde, wobei, nee, was ich jetzt gerade sagen wollte, spreche ich später an. Ich spreche es später an, wenn es besser passt, so. Ich weiß aber nicht, ob man da irgendwie reinkommt oder so. Ah, guckt man. Hey! So, kommen wir Gott sei Dank raus. Erinnert so ein bisschen an den Käfig von... von einem Kapitel, wo mir eben diese Waffe... her habe, die ich gerade in meinen Händen trage. Den Crossbow. Ja, da wurden wir ja auch mit dem Käfig ins Gewässer gelassen und sind auch zum ersten Mal dem Ichthyosaurier begegnet. Diesem richtig gruseligen Fischwesen. Ich meine, guckt es euch mal an, ey. Ah, das ist ekelhaft. Und soweit ich auch weiß, kurzer Fact, ist das Wesen wohl... Wow, ey, man slidet hier richtig rüber. So, komme ich hier vielleicht... Ja, man konnte hier mit einem Doppelsprung hoch. Wenn man Leertaste zweimal drückt und sich in keinerlei Richtung fortbewegt, kann man so ein bisschen höher springen. Da kann man sich teilweise auch retten. Okay, let's try it again. Ja, einfach sofort in der Luft entgegensteuern. Das ist am besten, weil sonst schlittert man hier wie auf einer Eiskunstlaufbahn einfach über die gesamte Plattform, die jetzt gerade eben passiert ist.
Na komm, geh drauf. Ich muss Munition sparen. Ich weiß nicht, wie oft oder wie viel Munition man hier findet. Okay, gut. Weg ist es. Ah, komm. Die Headcrabs kann doch meine liebe Waffe doch auch direkt beseitigen. Sehr schön. Das hat doch wunderbar funktioniert. Wir halten hier direkt neue Munition für unseren Crossbow. Sehr schön. Die hatten irgendwelche Kapseln beauftragt. Zur Aufbewahrung vielleicht? Das sieht hier auch so geil aus irgendwie. So wie das Wasser hier an der Wand herunterströmt. Und so weiter. Ah, verdammt. Das meinte ich. Jetzt habe ich schon wieder nicht entgegengesteuert und bin einfach über die gesamte Plattform geglitten. Jetzt, das Blöde ist hier, man muss hier komplett zurück. Glaube ich, oder? Probieren wir es mal. Ja gut, da ist eine Leiter. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Oh. Nochmal hoch, bitte. Danke. Ah, nee, komm, wisst ihr was, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Hoppla. Entschuldige mich für den fehlenden Skill an der Stelle. Ja, da sagte Grit noch vor Minuten, man sollte in der Luft entgegensteuern, da hat man keine Probleme. Was macht der Grit ein paar Minuten später? Genau das Gegenteil, er macht es nicht. Das ist ja auch mal wieder typisch. Jetzt schon wieder, jetzt hat es wieder ein paar Mal gebraucht, bis der Doppelsprung reagiert hat. Oh Gott, Hilfe. Das sind richtig viele Barnacles, die beseitige ich jetzt mal alle. Geht mal weg hier. Ach, das ist... Ist das schon weg? Das lebt doch noch, oder? Jetzt ist weg. Komm, nutzen wir mal die Revolver. So, alle weg. Alle weg. Sehr schön. Okay, und dann... Doppelsprung hierüber, entgegensteuern. Doppelsprung hoch und Doppelsprung hierüber. Und nicht auf der Plattform landen, sondern daneben. Aber egal, passt schon. Und dann sind wir jetzt auf der anderen Seite der Höhle angekommen. Und vor uns... Was ist das denn? Tja, für alle, die die Betas nicht geguckt haben, werden sich jetzt auch fragen, was ist das denn? Und ich würde sagen, hier am Ende dieser Höhle und vor dieser mysteriösen Eingang, würde ich sagen, belassen wir es mal mit dem ersten Part hier aus Black Mesa Xen. Ich werde die Folgenzahl aber trotzdem weiterschreiben, also macht euch da mal keine Sorgen. Und deswegen würde ich wirklich sagen, Guys and Girls, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Ansehen. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich auf Black Mesa Xen. Schon bald werden wir auf neues Gefilde stoßen, keine Sorge. Diejenigen, die die Beta gesehen haben, klar, das ist jetzt noch hier bekanntes Gefilde. Aber wir arbeiten uns hier Stück für Stück vor. Und ich würde sagen, ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Hoffentlich habt ihr noch einen wunderschönen Tag da draußen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder zur nächsten Folge von Black Mesa Xen. Bis denne und ciao.